Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Ganz herzlich willkommen hier bei Powerwort TV. Mein Name ist Powerwort oder auch Tomek und heute stellen wir uns mal die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also eigentlich so eine Urfrage, die Frage des Seins, die Frage nach unserer Berechtigung auf diesem Planeten, im Universum. Ich habe jetzt erstmal die Nachricht für euch und dann geht es natürlich ans Diskutieren. Dann gebe ich euch mal meine Meinung zu diesem Thema. Hey, Powerwort. Ich würde dich gerne mal fragen, was deiner Ansicht nach der Sinn des Lebens ist. Ich habe quasi mein ganzes bisheriges Leben darüber nachgedacht und habe jetzt, glaube ich, meinen eigenen gefunden. Um dich, deine Antwort, möglichst unbeeinflusst gestalten zu lassen, warte ich lieber erst noch mit meiner. Das Thema ist zwar simpel, aber ich fände es auch noch interessant, was der Rest von uns sagt, also wenn du das in einem Video fragen würdest. Aber deine Antwort wäre schon mehr als super. Bitte entschuldige, wenn es in der Mail noch Fehler hat. Ich bin noch nicht ganz aus der Schule. Ein heftiges Yeah, Buddy von meiner Seite und ich wünsche dir und allen, die gerade um dich sind, einen schönen Tag. Grüße. Wir lassen den Namen natürlich wie immer anonym. Und erst einmal danke an die tolle E-Mail. Und hey Bro, nimmst du gerade vielleicht den Powerwort auf? Hey Bro, ganz spontan, was fällt dir ein zum Thema Sinn des Lebens? Spontan, ganz ehrlich, Familie ist mega wichtig. Ich finde, das Berufliche muss stimmen. Man muss sich entfalten können. Man muss seine Persönlichkeit entwickeln können. Also einmal muss man irgendwie ein stabiles Umfeld haben und gleichzeitig muss man die Möglichkeit haben, sich einfach zu entwickeln. Und ich denke, der Sinn des Lebens ist es, genau das für sich zu erreichen, obwohl das auch jeder für sich wirklich persönlich und ganz individuell für sich entscheiden muss. Nice. Also die erste Anregung haben wir auf jeden Fall an der Stelle schon bekommen. Und ja, ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt den Menschen schon, seitdem es ihn gibt. Warum sind wir hier? Was ist unser Sinn? Was ist unser Ziel überhaupt, was wir im Leben erreichen sollten, damit dieses Leben überhaupt irgendwie sinnvoll ist? Zuallererst muss ich sagen, dass ich diese Antwort sehr individuell empfinde. Also das kann jeder für sich auslegen, wie er mag, weil jeder einfach vielleicht seine persönlichen Ziele, seine Wünsche hat und genau das macht meiner Meinung nach den Sinn des Lebens aus. Das heißt, jeder muss sich im Klaren darüber werden und das ist auch ein Teil der Persönlichkeitsfindung, der Identitätsfindung, die jeder durchmacht. Also auch zum Beispiel, wenn wir uns angucken, man entwickelt sich in jungen Jahren, dann die Pubertät, wo man auch ein bisschen rebelliert. Und auch dort, glaube ich, geht sowas richtig los, dass man sich überlegt, hey, was mache ich hier überhaupt? Wer will ich sein? Was will ich mal werden? Und ich habe mir diese Frage auch schon sehr, sehr oft gestellt und ich kann sie eigentlich auch relativ klar beantworten. Für mich ist es zum einen wichtig, dass meine Familie, also erstmal, dass ich eine tolle Familie um mich habe und dass meine Familie sich auch in meinem Umfeld wohlfühlt. Also das ist für mich schon mal ein ganz wichtiger Sinn meines Seins, dass ich irgendwie meinem Umfeld einen Nährwert biete. Dann möchte ich natürlich selber auch für mich irgendwas beruflich machen oder zumindest im Hobby machen, wo ich mich einmal mit identifizieren kann und zum Zweiten, wo ich mich auch entwickeln kann, wo ich meine Persönlichkeit weiterbilden kann, wo ich halt, ich habe ja das Wort Nährwert gerade erwähnt, wo ich diesen Nährwert, also dieses Mehr, was ich meinem Umfeld geben kann, wo ich das sogar noch steigern kann. Also gesundes Umfeld, gesunde Familie, also mit gesund meine ich nicht nur körperlich, sondern auch geistig, emotional, dass auch irgendwie eine Harmonie im Leben da ist. Das natürlich eine Freundin, also eine Freundin gehört für mich ganz wichtig. Ich bin ja verlobt inzwischen mit Katharina und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es ja noch sehr traditionell so, vielleicht auch, hier ihr seht das Kreuz, vielleicht auch noch mit meiner polnischen Herkunft oder natürlich mit meiner Erziehung hängt das zusammen. Aber für mich ist es sehr, sehr wichtig, natürlich auch nicht nur meiner bestehenden Familie was zu bieten, sondern auch die Familie zu vergrößern. Also deshalb mit meiner Freundin, die mich auch super bereichert, die mich super unterstützt, also nicht nur bei YouTube, sondern auch eben privat in meinem Hobby. Wir gehen zusammen ins Fitnessstudio, was sie auch erst dadurch macht, dass ich das mache. Also dieser Support von beiden Seiten ist einfach da. Und genauso wie sie mich unterstützt, möchte ich sie auch unterstützen, also ihr auch wieder ein tolles Umfeld bieten, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und
dann natürlich auch beruflich. Also YouTube ist für mich eine super Sache, mich einmal zu entwickeln, und ich wollte immer andere Menschen positiv beeinflussen. Und auch das ist für mich der Sinn des Lebens, dass man nicht destruktiv, sondern konstruktiv in dieses Leben schreitet und seinen Weg halt konstruktiv geht und immer wieder an der Seite sich Leute mitnimmt, die man konstruktiv, positiv beeinflussen kann. Und dann hat man schon mal, denke ich, einen ganz, ganz großen Punkt, den ich mir so beantworte, eben mit Sinn des Lebens auf jeden Fall erreicht. Also Familie, Beruf, Entfaltungsmöglichkeiten. Also mein Sinn des Lebens, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist tolles Umfeld, einen tollen Beruf. Natürlich muss man auch finanziell irgendwie abgesichert sein, aber um es in einem Wort vielleicht zu sagen, Balance. Dieses Yin und Yang und einfach seine eigene innere Ruhe, seinen eigenen inneren Frieden zu finden. Und das muss jeder für sich absolut selber definieren. Ich bin auf eure Antworten gespannt. Ist jetzt vielleicht nicht das längste Video, aber ich denke, ich habe es trotzdem hinreichend erklärt. Ich danke euch natürlich fürs Zuschauen. Ich bin wirklich gespannt auf eure Antworten. Ich werde die natürlich auch selber beantworten, also in den Kommentaren. Ihr habt es ja vielleicht schon bemerkt, dass ich in der letzten Zeit eigentlich so gut wie jedes Kommentar halt auch beantworte. Oder zumindest die, die halt neu sind oder irgendwelche speziellen Themen aufgreifen. Ich bin gespannt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke für diese E-Mail. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao, ciao.